Okay, back with the German. Im Kindesalter hervorgerufene Infektionskrankheit. So, sie befällt Motorneuronen und bleibt in einer großen Anzahl der Fälle symptomlos, kann jedoch auch zu schwerwiegenden bleibenden Lähmungen führen. So, paralysis, that looks like Lähmungen refers to paralysis or probably its namesake in English, lameness, physical disability. Diese Betreffung häufig die Extremitäten, der Befall der Atemmuskulatur ist tödlich. So the breathing and musculature can be deadly, right? When the paralysis, the condition affects those systems. So I'm going to move down then to that's sort of a beginning of the overview in German. Looking here, three serotypes of poliovirus in English. So here's the description. Okay, so it's a different organization in the German version here. Poliomyelitis wurde klinisch erstmals im 18. Jahrhundert von dem englischen Arzt Michael Underwood beschrieben. Right, so he described it. This Michael Underwood guy was is recognized as the first doctor. The first person, a doctor, to recognize it. Genauer dargestellt wurde die Krankheit durch den Schwarzwälder Orthopäden Jakob Heine, der 1840 ein Buch mit dem Titel Beobachtungen über Lähmungszustände der unteren Extremitäten und deren Behandlung herausgab. Was er beschrieben, nannte er in der zweiten Auflage von 1860 spinale Kinderlähmung. Right, so he named it then the spinal paralysis of the limbs. Der schwedische Arzt und Forscher Karl Oskar Meden, der den epidemischen Charakter der Krankheit erkannte, knüpfte an die Erkenntnisse Heines an. Daher rührt die weitere Bezeichnung der Kinderlähmung als Heine-Meden-Krankheit, right? So, Meden then looked at developed the continuing understanding, building on the work of Heine, looking at the epidemiological issues in polio. So, let's see here. Erreger. What is Erreger going to be now? That's going to be der Erreger dieser Erkrankung ist das Poliovirus. The cause, right? Cause, der Erreger. So, an Enterovirus, das Poliovirus. Es handelt sich dabei um ein unbehülltes Virus mit einzelsträngiger RNA-positive Polarität von circa 30 Nanometer Durchmesser, das zur Gattung Enterovirus der Familie Picornaviridae gehört. Es sind drei Serotypen bekannt. Typ 1, Brunhilde, oh, they got names from Lansing und Leon. Okay, that's a little interesting thing there. Zwischen den drei Erregertypen gibt es keine Kreuzimmunität. Okay, that's a nice way of phrasing it. Didn't see that nice phrasing in English. Das heißt, eine Infektion mit einem der drei Typen schützt nicht von einer weiteren Infektion mit einem der beiden anderen Typen. Right, so, like, the interesting stuff there. And there's an image of poliovirus. Epidemiologie, right, so that's an easy enough word to recognize, der in English. Der Erreger ist außer in den Polargebieten weltweit anzutreffen. Durch eine konsequente Durchführung von Impfmaßnahmen ist das häufige Auftreten der Erkrankung auf Gebiete in Afrika und Asien zurückgedrängt worden.
seit der Ausrufung des UVW-WHO-Eradikationsziels 1988 ist die Zahl der Fälle von damals noch jährlich 350.000 in 125 Ländern weltweit um 99% gesunken. Und nur die drei Länder, Afghanistan, Pakistan und Nigeria, waren bis dahin nie erregerfrei. In Deutschland erfolgte die letzte Ansteckung mit Polio 1990. So 1990 was the last case of polio that was registered in Germany. They also mentioned Nigeria, which is not, they don't do in English. Okay, Pathogenese. Das Poliovirus wird meist durch den Mund in den Körper aufgenommen und vermehrt sich anschließend im Darm. Von dort aus befällt es zunächst die lokalen Lymphknoten und verteilt sich nach Vermehrung über die Blutbahn, Viremie. So, Viremie. I don't even know how to pronounce it in English. Viremie. It's easier to pronounce it in German for me. Dabei gelangt es als neurotropes Virus bevorzugt in diejenigen Nervenzellen im Vorderhorn des Rückenmarks, Alpha-Motoneurone, die mit ihren Fortsätzen die quergestreifte Muskulatur erreichen und steuern. Right, so getting into the motor neuron area, though it's primarily an intestinal condition, which I didn't recognize there in my German, my level of German. CNS, Central Nervous System. Right, Central Nervous System. Okay, learning that abbreviation. Diagnostik, so how they diagnose, differential diagnose, Behandlung, let's see here, Vorbeugung, so this is going to be, what is this now, immunity transmission, this is going to be prevention, so let's see, zur Vorbeugung ist eine prophylaktische Impfung möglich und von der STIKO allgemein empfohlen. Im Jahr 1962, in der DDR bereits ab 1960, wurde zunächst die Poliomyelitis-Schluckimpfung, orale Poliovakzine OPV, mit abgeschwächten Erregern alternierter Lebendimpfstoff in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern eingeführt. Bereits 1965, nur wenige Jahre nach Beginn der ersten Impfkampagnen, hatte sich die Zahl der im Bundesgebiet erfassten Erkrankungen auf weniger als 50 Neuerkrankungen reduziert im Vergleich zu den 4.670 gemeldeten Neuerkrankungen im Jahr 1961 war das ein Rückgang um 99%. Wow, okay, so that's a nice drop and really fast. 1965. All right, so I'm going to stop this segment. Thanks, see you in a moment. Tschüss, bis bald.